Der Rechtstipp wird Ihnen präsentiert von Kaspers Mock Anwälte. Mein Name ist Marius Sager, ich bin Rechtsanwalt bei Kaspers Mock im Arbeitsrecht tätig und wir unterhalten uns heute über das Thema Homeoffice. Wenn der Arbeitgeber seine Mitarbeiter zumindest teilweise von zu Hause aus arbeiten lässt, kann das als Homeoffice bezeichnet werden. Die deutschen Begrifflichkeiten Telearbeit bzw. bei teilweise im Einsatz alternierende Telearbeit sind doch etwas sperrig. Er bringt der Mitarbeiter seine Arbeitsleistung nicht in Betrieb, aber auch nicht von zu Hause, sondern aus dem Zug bei Kunden im Café kann man von Mobile Office sprechen. Der Arbeitnehmer hat keinen Anspruch auf Homeoffice. Zwar ist ein gesetzgeberisches Projekt in der Richtung angedacht, nähere Informationen zu Umfang und zeitlichem Ablauf fehlen allerdings noch. Andererseits hat auch der Arbeitgeber kein Recht, Homeoffice einseitig anzuordnen. Zwar steht ihm über sein Direktionsrecht die Möglichkeit zu, den Arbeitsort zu verändern, wenn kein fester Arbeitsort im Arbeitsvertrag festgeschrieben ist oder es einen sogenannten wirksamen Versetzungsvorbehalt gibt. Allerdings greift das nicht auf die Wohnung des Mitarbeiters über. Hier steht Artikel 13 Unverletzlichkeit der Wohnung entgegen. Es ist also nicht möglich, einseitig durch den Arbeitgeber in die Privatsphäre des Arbeitnehmers einzugreifen. Also ist im Grundsatz so, dass der Arbeitgeber die Kosten im Zusammenhang mit dem Homeoffice übernehmen muss. Das sind zum einen Kosten für die anteilige Miete, Strom und Heizung des Homeoffice-Büros, zum anderen die Arbeitsmittel selbst. Bei Homeoffice-geeigneten Tätigkeiten ist das klassischerweise das technische Equipment und auch die Büromöbel. Der Arbeitgeber kann sich davon in einer Homeoffice-Vereinbarung nur dann ganz freizeichnen, wenn er dem Arbeitnehmer die Möglichkeit gibt, entweder von zu Hause oder im vollständig eingerichteten Büro im Betrieb zu arbeiten. Nur durch dieses Mehr an Gestaltungsfreiheit hat er die Möglichkeit, diesen Anspruch komplett auszuschließen. In anderen Fällen bietet sich an, das über Pauschalabgeltung bzw. Entschädigung zu lösen. Im Grundsatz muss vor Beginn der Homeoffice-Tätigkeit der Arbeitsplatz zu Hause gefährdungsmäßig eingeschätzt werden. Ein juristischer Fachbegriff dafür ist die sogenannte Gefährdungsbeurteilung. Ganz plastisch muss der Arbeitgeber im Grundsatz nach Hause kommen und sich die Gegebenheiten vor Ort angucken und schauen, wo Gefahrenpotenziale sind. Zum Beispiel ist ein Faktor die verschwommenen Konturen zwischen Privatleben auf der einen Seite und beruflichem Leben auf der anderen Seite. Sprich, besteht zum Beispiel die Möglichkeit, einen separaten Raum zu Hause einzurichten, um diese Verwischung von Privatleben und Berufsleben zu verhindern. Nachdem das passiert ist, in Corona-Zeiten durch technische Möglichkeiten über eine Videobegehung meines Erachtens möglich, sollte der Arbeitnehmer natürlich auch über diese Homeoffice-spezifischen Risiken aufgeklärt werden. Das heißt Unterweisung. Das ist in dem Punkt Arbeitssicherheit zu beachten. Zum einen ist es empfehlenswert, dass der Arbeitgeber das technische Equipment, also Soft- und Hardware, anschafft und zur Verfügung stellt. Denn nur so ist gewährleistet, dass die Geräte ausschließlich für dienstliche Zwecke benutzt werden und die Datensicherheit nicht durch Übergriffe des Arbeitnehmers von seinem privaten Bereich gefährdet wird. Zum anderen ist, wie schon bereits gerade erwähnt, darauf zu achten, dass ein eigener Raum zur Verfügung steht, so dass Dritte möglichst keinen Zugriff auf Arbeitsmittel und weitere Dokumente haben. Falls es mit dem eigenen Raum nicht funktioniert, Homeoffice im Wohnzimmer, muss jedenfalls ein abschließbarer Schrank zur Verfügung stehen. Der Bildschirm muss so ausgerichtet werden, dass Dritte nicht drauf gucken können. Da gibt es spezielle Folien für, mit denen man das gewährleisten kann. Und zudem gibt es mehrere technische Sachen natürlich zu beachten. Passwortschutz, Verschlüsselung, alles das, was im Betrieb auch gewährleistet sein muss, ist halt zu Hause auch der Fall. Im
Grundsatz ist es so, durch die Tätigkeit im Homeoffice ändert sich an der Arbeitszeit gar nichts. Wenn man nichts Abweichendes vereinbart, bleibt es bei der vertraglich geschuldeten Arbeitszeit. Sinnvoll ist es gegebenenfalls, das nochmal in der Homeoffice-Vereinbarung klarzustellen und zu sagen, dass sich die Arbeitszeiten zum Beispiel an den betriebsüblichen Arbeitszeiten orientieren. Auch hinsichtlich des Arbeitszeitgesetzes bleibt es dabei, Höchstarbeitszeitgrenzen, Verbot von Sonn- und Feiertagsarbeit, Ruhezeiten, Ruhepausen, alles identisch. Man sollte sich halt überlegen, ist gegebenenfalls sinnvoll als Arbeitgeber auch zum Thema Überstunden explizit zu regeln, dass die nur geleistet werden dürfen, wenn sie per E-Mail angewiesen werden. Auch um den Arbeitnehmer, der vielleicht fleißig sein möchte, vor sich selbst zu schützen. Dokumentationspflicht ist Sache des Arbeitgebers. Er kann es aber auf den Arbeitnehmer delegieren. Dazu gibt es diverse technische Möglichkeiten, um das zu unterstützen. Der Rechtstipp wurde Ihnen präsentiert von Kaspar Smock Anwälte.